Wir machen weiter mit Edge of Wonders 4 mit euch und mit mir. Viel Spaß hier. Und ja, sollen wir Bulhilde begleiten. Dafür müssen wir beobachten, welche Richtung sie zieht. Und sie dann immer stalken und verfolgen. Also hier haben wir alles aufgedeckt. So einen in der Nähe unserer Städte zu haben. Ich lasse mal einen hier. Wir bleiben einmal hier auf der Straße. Und mit ihnen ziehen wir zurück in die Mitte. Wir haben ja alles aufgedeckt. Wir wissen noch nicht, wer wo sonst ist. Ziehen wir runter Richtung Elfenbein wieder. Bleiben aber nebeneinander stehen hier. Dem geht es runter Richtung zur Hauptstadt. Und wieder eine Runde weiter. Zauber ist im Gang, alles gut. Wir schauen mal, wohin zieht Bulhilde von der Weiden. Nach Nordosten und räumt für uns Einheiten weg. Das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Da unten kommt noch eine Einheit. Und wir haben keine Einheiten zur Verteidigung unten. Also kaum. Und ich denke mal wieder über Offensive nach hier. Oh Gott. Den haben wir gerade gesehen. Blinzel! Kerzenschein und seine Bullwürfe erklären uns den Krieg. Jeder hat seine Grenzen, auch diejenigen, die nach Frieden streben. Ihr habt gerade eine Grenze überschritten. Drachenältester Drakon Brandherz, macht euch bereit für einen Krieg. Er hat immerhin... Ja, und unser Krieg ist ungerechtfertigt. Ja, also, naja, okay. Ja, und was hat er für eine Stufe uns gegenüber? Wir müssen zurückziehen. Sein Reich ist hier. Und wie stark ist er uns militärisch gegenüber? Sehr stark. Er ist hier. Und wir sind hier unten. Wir ziehen mit allem, was wir haben, zurück. Hier sind wir. Bitte in irrem Tempo einmal zurückziehen. Denn seine Armee war... Eine kleine Armee hier vorne mit einem Helden und ist stark genug, um Städte zu belagern. Wenn wir hier hinziehen wollen, könnten auch hier durchziehen. Das ginge auch. Durch Elfenbein durch und hier hinter Morgenrot. Lass uns das machen. Damit rechnet er nicht. Okay? Und dann wiederum sollten wir unsere Scouts entsprechend auch einsetzen. Mit ihm ziehen wir weiter hier oben rum. Ach, hatten wir schon einen Untergrund? Der hat im Untergrund gestartet. Der muss hier irgendwo sein. Kriegen wir auch noch raus. Dann haben wir hier noch eine Armee. Mit ihr ziehen wir mal Richtung nach oben weiter. Wir wollen trotzdem ja noch die Elfen finden. Da ist was. Da könnte eine Elfenstadt sein. Ich glaube, da ist eine Elfenstadt. Und hier haben wir auch eine entdeckt, ne? Ist die eventuell neu gegründet? Einmal hier hin. Sublim, eine Elfenstadt. Eine kleine Viererstadt. Dann haben wir noch einen Speer hier vorne. Der kann von ihm abgemurkst werden, ne? Ja, der muss ein Feld Abstand halten, damit er nicht angegriffen... Nee,
Der kann nicht angegriffen werden. Wenn er so bleibt, ist er genau ein Feld außerhalb der Kampfreichweite. Auf einer Taktikkarte könnte da angegriffen werden, so aber nicht. Der könnte hier einfach stehen bleiben. Einmal hier runter. Einmal das noch hier zu Ende aufräumen. Dann bekommen wir eine weitere Einheit dazu. Ein Schlängel muss fast gestorben, aber fast ist nicht ganz. Ein Windwüter, eine Kämpfereinheit als Belohnung bekommen. Die war da gerade in diesem Käfig drin. Und jetzt würde ich mit denen eigentlich raufziehen nach oben. Und wir könnten auch die Plage hier zerstören. Die Frage ist, brauchen wir hier brauchen wir eine Armee in Echsenbau? Weil wir hier links gerade... Ja komm, dann lassen wir eine Armee hier vorne einmal. Einmal hier rein. Mit ihnen nach oben zurück wieder. Das hier vorne können wir auch neu bauen hier. Einmal reparieren. Hier vorne können wir die Gutshalle bauen. Nee, wir wollten den Monolithen bauen. Den können wir uns schon wieder nicht leisten. Können im Augenblick gar nichts bauen. Wir können aber eine weitere Provinz in Elfenbein anschließen. Wir wollten hier als nächstes bauen einen Schrein. Den bekommen wir billiger, wenn wir jetzt einen Steinbruch dazu holen. Und ein cooler Steinbruch wäre der hier. Der wird uns auch 10 Gold mehr bringen. Ein Level-Up für einen unserer Helden. Und zwar für Lima die Hinterfragende, was die wieder für Namen haben. Die müssen wir auch gleich einmal umbenennen hier. Und die ist auch die Anführerin. Wo ist die denn überhaupt, Lima? Ach, das ist die Anführerin hier vorne. Die müssen wir gleich noch umbenennen. Und sie ist auch einmal Drachenboot. Die braucht auch einen anderen Namen hier. Sie ist eine Zauberin, Lima die Hinterfragende. Namensvorschläge. Namensvorschläge für... Hi Teppich, liebe Grüße an Oliver. Namensvorschläge bitte. Wie könnten wir Lima umbenennen? Exodia die Verbotene. Edewolf, lieben Dank fürs 13. Hanselpanz, danke auch an dich fürs 13. Abo hier. Die Zahnlose, die hat doch Zähne. Waltraut die Weise. Diesmal nach einem Meerschweinchen benennen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das die Kampfkraft stärkt hier. Sexilia, die Zahnfee, könnten wir sie nennen, weil sie gerne anderen ihre Zähnchen nimmt. Und dann braucht sie noch einen Titel dafür. Für Sexilia, die Zahnfee. Oh Gott, ich merke jetzt schon, ich werde gefühlt jedes zweite Mal, wenn ich den Namen ausspreche, meinen Monitor anspucken. Seid froh, dass ihr mich nur durch eine Glasscheibe hindurch sieht. Oder einmal Acrylglas. Doktor. Doktoria Sexilia die Zahnfee. Dr. X Sexilia die Zahnfee. Können wir es so machen? Wäre das okay so? Dr. X Sexilia die Zahnfee. Alles okay so? Geht das? Ja? Können wir das so machen? Der Name enthält ungültig... Ach, es gehen gar keine Punkte.
Jetzt geht's. Dr. X. Alles okay? X, klein oder groß, eigentlich klein? Doktorin X. So ist das doof. Doktor muss reichen. Dr. X, Zixelia, die Zahnfee. So, und jetzt, wer ist denn unsere Armeeanführerin hier? Wer ist die stärkere der beiden? Beide gleich stark. Bei ihr können wir die Fähigkeiten zurücksetzen. Im Augenblick hat sie welche Fähigkeiten? Da können wir ihr eine noch geben gleich. Glitschig? Ne, Erstschlag. Sie macht die Giftblitze und die Blitzheraufbeschwörung. Und die Furchtspinne gibt ihr das Netz. Und die Waffe hier vorne gibt ihr die Giftblitze. Wo kommt denn die Blitzheraufbeschwörung her? Ich glaube, das ist eine Eigenschaft von ihr, oder? Die sie erlernt hat. Ich setze das mal zurück. Kostet das was? Bin ich ganz sicher. Ich speichere einmal ab. Beim ersten Mal ist es normalerweise gratis. Vier Fertigkeitenpunkte. Und jetzt gehen wir runter. Und eine der beiden, sie ist ja die Zahnfee. Die nennen wir, die soll die Unterstützungsfähigkeiten bekommen. Für die Schlängerjungs bei ihr in der Armee, ja. Welche waren das nochmal? Das war, glaube ich, inspirierender Anführer und nachher noch irgendwas anderes. Einmal inspirierender Anführer, mehr weniger Einheitenversorgung, Hirte. Alle Einheiten mit entwickeln in der Armee bekommen mehr Einheitenversorgung. Also die Schlängler-Jungs. Einmal Hirte. Dann machen wir weiter mit noch mit dem inspirierenden Anführer, weniger Einheitenversorgung. Dann machen wir den erfahrenen Anführer, mehr Erfahrung pro Runde. Alle anderen Einheiten mehr kritischen Treffer, Schaden, aber nicht Chance. Alle mehr Schaden, das kann man machen. Und sie selber als Kämpferin. Ja, rechts sind ihre Blitz. Ja, ihr Blitzangriff ist weggegangen. Aber dann können wir hier oben hier was geben, ne? Untote beschwören. Eine zufällige untote Einheit der Stufe 3, die 3 Runden lang mitkämpft. Das fände ich spannend. Alle Einheiten um sie herum buffen. Alle verbündeten Einheiten in 2 Feldern drumherum heilen. Eine Elementareinheit der Stufe 3. Also ich würde gerne entweder Elementar beschwören oder Untote beschwören machen für 3 Runden. Was würdet ihr machen? Was findet ihr cooler? Ein Elementar beschwören oder einen Untoten beschwören hier? Ganz fix Elementar oder Untote? Ganz fix bitte. Feedback aus dem Twitch-Chat. Elementar liegt knapp vorne. Ja, einmal einen Elementar beschwören hier. Und dann noch einmal als passive Geschichte alle mehr Schaden. Die eben alle anderen mehr Schaden. Und damit ist sie auch die Armeeanführerin hier. Und ihr können wir auch, die können wir einmal selber befördern. Nachher packen wir die in eine zweite Armee, aber derzeit noch nicht. Wir können die einmal noch zurückstellen und geben mir jetzt erstmal so eine Basisgeschichte. Wie? Ihr können wir die Blitze geben. Das können wir ihr nachher auch wieder entfernen. Sie ist Bogenschützin aus der Entfernung. Bogenschießen ist schon mal ganz cool. Und damit könnte sie noch alle stattdessen Blitzschaden machen.
Alternativ. Ja, du könntest sie je nach Gegnertyp physischen Schaden oder Blitzschaden machen. Ja? Okay? Einmal die freie Auswahl. Ach, das ist was anderes. Das ist ein Massenangriff auf ganz viele um sie herum. Da sie ohnehin Abstand hält wegen des Bogenschießens, ist das eine tolle Ergänzung. So, mit ihnen geht es gleich Richtung nach oben hin. Mit ihnen wollten wir links runter, hier durch und hier vorne rein. Ja, mit der hintersten zuerst ziehen. Ja, die hat schon genau mit den hintersten zuerst ziehen. Und wir wollen hier vorne hin und das ist ja angeblich untenrum schneller. Weil wir das noch nicht aufgedeckt haben. Ja, wenn die ein Gebiet dazu holen, kann man ja nicht ohne Krieg durch. Deshalb sollten wir unten rumlaufen. Hat dann einen Vorteil, dass wir, ja, machen wir. Einmal unten rumlaufen. Prima. Ich habe eine Level 4 Fertigkeit nicht gesetzt. Schauen wir uns das mal an. Danke an, wer hat es gesagt? An Varnuel. Das wäre hier vorne. Bei ihr, ne? Ja, da können wir eine Stufe 4 Fertigkeit wählen. Da machen sie es im Augenblick keine Armee anführen. Anderen Einheiten siechend hinzufügen. Wenn sie, ja, das ist eher für Nahkampfeinheiten, die im Pulk stehen, in einem dichten Umkreis drumherum gut. Mobilisierender Segen, eigene Einheiten zu Kampfbeginn boosten. Ein Nahkampfangriff, das passt alles nicht. Dann könnte sie sich selber an einer Notsituation heilen. Wenn sie doch mal in einen Nahkampf gerät. Das können wir machen, für den Notfall. Früher war das Stufe 5. Das scheint auf 4 umgestellt zu sein. Ich glaube ja, Felanor. Oder es ist ein Perk bei uns oder ein Skill. Aber ich glaube, das ist verändert worden. Vielleicht wissen die anderen das noch ein bisschen genauer. Können das berichten. Hier sollten wir eigentlich nicht angegriffen werden. Da setzen wir eine Runde aus hier. Und das ist ein einzelnes, den wir mal runterziehen. Mhm. 417. Ja, das, da können wir eh nicht standhalten. Bleibt hier drin, denn wir brauchen ein Schlängeljungs pro Stadt wegen der Stadtstabilität. In den Städten, in denen Drachen brut, das Volk ist. Eines deshalb hier und eins hier sollten wir ein neues kaufen oder eins von der Armee gleich abziehen. Ich würde gerne noch eins bauen hier. Und eine Runde weiter. Wir beobachten mal, wo die hier langziehen. Die haben da einen Außenposten gegründet, ne? Wie praktisch. Den können wir uns dann hier holen. Hier entsteht ein Außenposten. Super. Erklärt uns den Krieg, machen uns einen Außenposten vor die Nase. Sehr praktisch. Sehr freundlich. Ja, Rincorano, es wäre sinnvoll, den einzunehmen. Ja, eine interessante Idee von dir. Nein, Bullhilde von der Weiden erklärt uns auch den Krieg. Wo hat die ihre grünen Augen her? Die muss sich irgendwie verändert haben. Doppelkrieg. Das ist doof. Jetzt müssen wir... Nee, das ist gut. Die hat eine Armee direkt bei... Da vorne ist deren Armee. Oh, die wird uns hier ausmerzen jetzt. Die kann ich mir ziehen. Okay, dann ziehen wir der mal entgegen hier.
Ja, aber da kommen wir nicht schnell genug runter. Wir ziehen ihr mal entgegen und oder wir greifen ihre Stadt an. Aber ich würde gerne vorher ihre Armee hier aus. Wir ziehen lieber runter. Kann man immer kontrollieren, wer mitkämpfen würde. Alle drei. Drei Felder Abstand. Mit denen ziehen wir uns mal zurück. Nach oben hin. Wenn wir Glück haben, folgen die uns dann. Mit denen hier geht's hier vorne rein. Wir bleiben am Stadtrand. Da heilen wir schnell. Oder wir ziehen ein Stück vorher zu der Stadt hoch. Es sind immerhin 586 Kampfpunkte. Wir haben hier nur 20 Verteidigung. Und hier vorne würde ich jetzt doch gerne irgendwas bauen, was den Verteidigungswert hochtreibt. Zum Beispiel gar nichts. Wir können gar nichts bauen hier. Toll, super, famos, sensationell. Sollen wir noch eine. Wir haben ja schon drei Armeen, die immer im Verbund kämpfen und eine solo. Sollen wir nochmal zwei weitere Armeen bauen, die mit ihr immer zusammenkämpfen hier? Sollen wir das machen oder geht das noch nicht und wir sollten lieber in den Gebäudebau rein investieren? Hier könnten wir Furien dann bauen, Stufe 2 Einheiten. Wo die Stufe 3 Einheiten, die haben wir mit Erskaldin in einer Runde. Da brauchen wir viel Geld für die. Viel, viel Geld. Ich glaube, wir geben erstmal gar kein Geld für nichts aus. Wir können eine weitere Provinz uns holen. Das kostet immerhin kein Geld. Monolith für mehr Mana braucht einen Nexus. Da können wir uns im Augenblick gar nicht gönnen. Münzamt braucht eine Mine. Das geht gerade auch nicht. Akademie, mehr Forschung. Braucht einen Forschungsposten. Wäre auch nicht schlecht. Also der Echsenbau geht ja eher Richtung nach oben. Wir könnten uns hier noch einen Förster holen. Da hätten wir einen vierten Förster. Noch eine weitere Farm für schnelleres Wachstum. Könnten wir die hier verbinden. Oder hier raufbauen. Ich glaube, das machen wir. Da ist eine Farm. Zwei Farmen nebeneinander ist immer gut. Jetzt verzaubern wir unsere Einheiten mit den versengenden Klingen. Nahkampfeinheiten. Feuerschaden. Etwas weniger physischer Schaden. Deutlich mehr Feuerschaden. Und wenn Feinde brennen, dann erst dann so richtig hier. Prima. Einmal fortfahren, bitte. Klasse. Das ist jetzt freigeschaltet. Außenposten kosten weniger. Lassen wir alles mal sein. Wir haben mittlerweile schon 381 Imperium. Ich würde gerne uns holen. Mehr Nahrung, mehr Heilung. Eine weitere Armee einmalig herbeizaubern in der Thronstadt. Oder noch abwarten. Ja, nichts davon brauchen wir ad hoc. Wir können Imperium auch ausgeben, um mal unsere Städte schneller wachsen zu lassen. Das geht natürlich auf Dauer einfach mit Farmen geben mehr Nahrung. Dann wachsen unsere Städte schneller. Das holen wir uns früher oder später sowieso. Sollten wir hier noch Erkundung betreiben? Das ist schön. Da ist der Turm, da ziehen wir gleich rein. Hier vorne haben wir noch einen Scout.
Außenposten entsteht hier. Das ist einer der Elfen, mit denen wir gerade keinen Krieg haben. Das ist auch eine Stadt der Elfen und das ist eine Stadt von Brunhilde von der Weiden, mit der wir im Krieg sind. Hier noch ein bisschen weiter Fog of War aufdecken. Mit Brunhilde und mit Hekate haben wir Krieg, ne? Genau. Mit den Bullwürfen. Mit den Bullwürfen, Blinzelkerzenschein und mit Brunhilde. Okay. Wir haben sehr hohe Schwierigkeitsgrade hier, Doc Snyder. Drei unserer Gegner auf der höchsten Schwierigkeitsstufe und zwei auf der zweithöchsten. Und die müssen natürlich vor ihr in Sicherheit bringen. Und die würde ich mit nach unten ziehen. Wie weit kann die ziehen? Bis hierhin. Eins hierhin. Von der kann man gerade nicht wegrennen, ne? Wir sollten ihn nicht nach oben ziehen. Wenn wir die nach oben ziehen, dann werden die ersten, zählen die ersten drei Armeen mit, wenn hier angegriffen wird. Boah, die kann die nicht angreifen. Vielleicht können wir die nach oben hin locken. Wir stellen die direkt davor hin, hier hin. Vielleicht will sie uns da angreifen. Mit ihr ziehen wir ein Stück aus dem, aus ihrem Radius raus. Wahrscheinlich sieht ihr uns hier gar nicht. Ein bisschen Glück will sie hier hinterher und läuft uns hier oben in die Falle. Das wäre meine Hoffnung. Wisst ihr was? Wir geben ihr einen Köder. Sie darf die hier töten. Dann zieht sie garantiert drauf und dann erwischen wir sie hier. Wir opfern das Vivan-Junge hier. Für einen guten Zweck. Ist das böse? Falls ja, sagt es gerne. Ich lasse mir mal gerne Komplimente machen. Ja? Ist das. Ja, das ist Kanonenfutter. Das ist. Ein Babydrache wird geopfert. Drachen sind nicht so sentimental. Ja? Das ist böse. Ja, danke. Schmeichelt mir weiter, bitte. Macht mir bitte weiter Komplimente.